eigentlich ist es das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Also es ist unglaublich, was du mit diesen Autos anstellen kannst und was die Fahrer auch mit diesen Autos machen können. Ja. Also wenn du diese Onboard- oder Außenaufnahmen siehst und du siehst, wie das Fahrwerk sich bewegt und das Auto sich bewegt, ist das schon eine unglaubliche Geschichte. Und ich komme aus der Technik, über HTL gemacht, also es fasziniert mich einfach. Das absolute Highlight war sicher das erste Mal, wie wir am Podium gestanden sind in Zypern. Das darf man nicht abstreiten. Wenn du dann plötzlich neben einem Löb auf dem Podium stehst, musst du sagen, okay, jetzt hast du ein bisschen was erreicht. Es gibt viele coole Momente, es gibt viele traurige Momente, wo man halt sagt, okay, man ist die ganze Zeit dabei und dann wirst du rausgerissen durch einen Blödsinn oder so, also Unfall oder wie auch immer. Aber ja. Naja, so wirklich nicht mehr wie es gewesen ist, ist doch schon eine Zeit her, 15 Jahre, 12 Jahre. Aber ja, wenn es dann weißt, du bist in der letzten Prüfung drinnen und du hast die letzten 500 Meter, dann fängt halt das Hirn schon ein bisschen zum Arbeiten und dann denkst du, puh, jetzt noch 500 Meter und du schaffst es und du darfst dann ganz oben mit dabei sein und das ist natürlich schon ein unglaubliches Gefühl. Nein, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nichts mit Motorsport zu tun gehabt, aber ich habe dann mit dem Achim Mörtl zum Rallyefahren angefangen. Der war so derzeit mein Freund und ist zwar Rallyes gefahren und dann hat er einem Beifahrer gesagt, ja, was ist, wenn du das zumindest einmal für ein Rallye probierst? Und ich gesagt, okay, ein Rallye mache ich mit und dann suchen wir halt weiter einen neuen Beifahrer. Das war es aber dann schon. Dann hat sich das erübrigt und jetzt haben wir 2017 und angefangen hat es in 1994. Ja, gar nichts. Ein bisschen Fernsehen geschaut, die Formel 1 geschaut, wie auch immer, aber es hat überhaupt nichts in meinem Leben bewirkt, das Fernsehschauen und Motorsport schauen. Es war einfach eine Nebensache wie alles andere. Aber wenn du dann einmal drinnen bist, dann ist es ganz, ganz schwer, dass du das wieder lässt. Angst darfst du nicht haben. Angstmomente wirst du immer haben. Angstmomente, wo du weißt, okay, das war jetzt knapp oder so, dann spürst du halt in deinem Körper ein Kribbeln von Zehenspitzen bis auf zu dem Kopf. Aber wenn du jetzt sagst, du hast Angst, dann ist das auch das Ende vom Motorsport. Dann solltest du aufhören. Also, mein Name ist Ilka Meiner, bin geboren in Klagenfurt, bin gebürtige Kärntnerin, lange Zeit in Ferlach gelebt und dann nach Wien gezogen. Geboren bin ich am 30.04.1975, also schon ein bisschen ins Alter gekommen, aber trotzdem noch sehr aktiv. Habe eine Ausbildung gemacht im Maschinenbau, also HTL abgeschlossen. Habe dann lange Zeit in der Technik gearbeitet, aber nicht im Maschinenbau, sondern eher im Kläranlagenbau. Mache das auch weiterhin noch nebenbei, ein bisschen auf selbstständiger Basis. Mache zum Großteil eigentlich den Beifahrerjob und habe vor 2 Jahren Ausbildung gehabt, mache zum Fitness- und Personal Trainer und baue mir da jetzt noch eine zweite Karriere daneben auf. Ja, aber halt dann halt im Fitnesssport, aber wo du auch anderen Fahrern oder Leuten im Motorsport helfen kannst, weil du musst Fitness betreiben, um das auf einem relativ hohen Level zu betreiben. Wenn du sagst, ich mache das für den Spaß, dann brauche ich mich nicht so ausbauen. Solltest trotzdem, aber die meisten tun es halt nicht. Und da kann ich ihnen auf jeden Fall ein paar Tipps geben, weil ein paar Kilometer habe ich auch mehr im Hintern. Ja, ja. Ja, 2017 war eigentlich mein Highlight die Dakar. Auf das habe ich auch 2016 hingearbeitet und habe das andere ein bisschen nebenbei laufen lassen. Es war ein irres Erlebnis. Ich hätte es gerne wieder machen, wenn ich die Chance hätte. Also war ziemlich beeindruckend, speziell von der Landschaft und so. War sehr, sehr schwierig, weil es im Grunde nichts mit dem Rallye-Sport zu tun hat, was wir da machen. Das Navigieren ist eine irrsinnig schwere Sache. Es sind viele Fehler passiert, haben mich ein bisschen verirrt, aber ich war nicht die Einzige. Es haben sich Profis genauso verirrt wie ich als Frischgefangter in dem Dakar-Business. Aber ja, es ist ganz was anderes. Es geht über so viele Tage, es geht über so viele Kilometer, es geht über so viel Landschaft, unterschiedliche Landschaft. Das ist etwas, was ich nicht missen möchte. Ich meine, du hast in der Rallye auch lange Tage, aber du hast das halt über 14 Tage, wenn du Pech hast und du bleibst irgendwo stecken und du musst irgendwo gerettet werden von irgendwen.
dann sind deine Schlafstunden relativ begrenzt. Wir haben das Glück gehabt, dass wir mehr oder weniger ohne grobe Fehler durchgekommen sind, außer halt ein bisschen verfahren und verkoffern in der Wüste. Aber grundsätzlich haben wir noch angenehme Nächte gehabt mit 4-5 Stunden. Aber es gibt Leute, die fahren von einer Etappe zur anderen. Also das ist schon eine gewaltige Sache. Speziell die Motorradfahrer bei der Dakar, die sind sehr gefordert. Im Auto bis zu zweit, da macht der Beifahrer das Roadbook noch für den nächsten Tag. Der Motorradfahrer, der muss fahren, der muss das Roadbook machen, der muss sich vorbereiten. Also es ist eine gewaltige Geschichte. Ja. Ich würde schon gerne noch einmal eine ganze volle Saison in der WM fahren. Das wäre jetzt so mein Ziel. Und halt noch ein, zwei Dakar-Rallys anhängen, das war schon schön. Genau. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also es gibt bestimmt wieder irgendwen, der irgendwann wen sucht. Und ja. Nein, es gibt ein paar Sachen, die eben laufen sind, aber was sie genau machen, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, es wird ein gutes Programm werden. Okay. Danke dir, oder? Alles Gute. Danke.